Ich habe so viel Zwetschgen gekriegt aus dem Garten, ich weiß schon gar nicht, was machen soll. Ich habe euch letztens schon die Story gefragt und überhaupt auch in der Kochgruppe. Ihr habt so viele dolle Ideen gehabt, aber heute gibt's einen Michel und zwar den Pflaumenmichel. Ein paar habe ich mir rausgepickt und die tun wir uns erstmal halbieren und entsteinen. Wenn du mal wieder den Text vergessen hast. Das wird so ein lecker Auflauf, Mensch. Das wird so ein lecker Auflauf, kann ich euch sagen. Der ist in 5 Minuten im Ofen. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Zimt. Da kommt der Esslöffel Zuckerle dazu. Und das tun wir ein bisschen vermischen. Und dann tun wir unsere Fläumchen oder Zwetschge, je nachdem, damit so ein bisschen bestäube. Zap, zap, Mensch, wir müssen ja den Ofen noch vorheizen. Und dann brauchen wir Quark, Grieß und Milch. Den Grieß rühren wir jetzt noch schön ordentlich drunter. Und da können wir uns auch schon direkt der Auflaufform ordentlich einbuddern. Ach Mensch, liebt ihr auch den Geruch von so einer frisch abgrünenden Zitronenschale? Ist das nicht herrlich? Aber passt auf, die Reibe, die ist voll scharf. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Davon braucht man nämlich 2 Teelöffelchen. Und dann noch ein bisschen Saft ausdrücke. Dann die Eier trennen. Gerade so erwischt. Und zack, die Eierschalen aufgeräumt und dann brauchen wir schon das Eigelb. Und das schlagen wir jetzt mit Zucker schön schaumig. Und wenn wir schon dabei sind, schlagen wir uns gleich das Eiweiß mit ein bisschen Salz, Zitronensaft und unserem Zitronenabrieb. Ja, dann ist man so richtig Action in der Küche, oder? So, und dann tun wir jetzt gleich schon die erste Portion unterheben. Und immer schick schmeidig mit Gefühl, ne? Und dann nehmen wir auch gleich den Eischaum. Guck dir das mal an, was das für dolls Wölkchen ist, ne? Das wird einmalig, der Pflaumenmischel, kann ich euch sagen. Schön gleichmäßig unergerührt und dann nehmen wir uns schon unsere eifettete Auflaufform. Und da schütten wir jetzt so ein Drittel ungefähr rein. Bei mir schaut immer aus, wo habe ich jetzt überall wieder gekleckert? Mensch, du, wie immer halt, ne? Und jetzt kommen dann die Fläumchen oben drauf schön dicht aneinander. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Obst nehmen, was ihr wollt. Aprikosen, Kirschen geht auch. Das ist so lecker. Und jetzt dann der Rest oben drauf. Die Klecker-Elli ist wieder unterwegs, ne? Ist unglaublich. Bei mir geht das einfach nicht ohne Kleckern. Aber dafür schmeckt es natürlich auch super lecker. Und dann geht's auch schon ab in den Ofen. Mensch, ist das ein doller Pflaumenmischel mit Grieß. Ich kann euch sagen, der ist so lecker, da könnt ihr mich reinlegen, wenn der warm ist. Einmalig. Ciao, macht's gut.